der scheiß Christoph drin? Leute, wisst ihr, was ich gerade hier sehe? Also mein Christoph sieht nicht so aus. Das stimmt doch gar nicht, dass das da drin ist. Und vor allem schaut euch mal diese Elsa hier an. Die sieht irgendwie dezent aggressiv aus. Und ob wir jetzt endlich dann die Sven-Puppe zurückbekommen oder nicht. Naja, egal. Sie hat die Tür irgendwie zugemacht. Warte, irgendjemand hält hier gegen. Aber mach auf. Was ist das? Sie ist richtig stark. Oh, Elsa, mach auf. Mach die Tür auf. Seht ihr das? Sie ist definitiv hinter der Tür. Ey, jetzt gib mir Sven. Oh, scheiße. Was war das? Elsa, bleib stehen. Ah. Oh, Leute, was war das? Was war das schon wieder? Es kann doch nicht sein, dass sie wieder mir entwischt ist. Und was ist das jetzt hier? Ich dachte, wir bekommen Sven. Jetzt haben wir hier Puzzleteile oder was? Puzzleteile von Elsa? Hey, was soll das, Leute? Ich glaube, sie ist noch mächtiger als vorher. Also ich bin für heute raus, Leute. Ehrlich jetzt. Ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll, aber... Ich weiß nicht, wie sie da reingekommen ist, nichts. Ich werde jetzt abschließen und ich werde ins Zimmer gehen. Und morgen schauen wir uns das einfach mal genauer an. Jo Leute, was geht? Ich bin's Rebecca, ich bin wieder da mit einem neuen Video für euch. Wir haben es jetzt den nächsten Tag und ihr wisst nicht, was passiert ist in der Nacht. Ich habe einfach mal eine Nachricht von Elsa bekommen und sie hat Folgendes hingeschrieben. Nachdem sie abgehauen ist... Suche nach den 7 Hinweisen an den gruseligsten Stellen im Haus. Mach da so einen komischen Teufel-Emoji hin und so ein Ei. Finde sie oder ich friere jemanden ein. Ich glaube, sie dreht jetzt völlig durch. Also ich hatte ja schon das Gefühl, wir können Elsa einfach nicht trauen, weil wieso sollte sie wollen, dass wir Sven zurückbekommen? Ich hatte schon die ganze Zeit so ein richtig mulmiges Gefühl. Weil wenn wir die Sven-Puppe haben, sollen wir die ja Christoph in die Hand drücken, laut Anna. Und dann wäre damit der Fluch höchstwahrscheinlich aufgehoben. Wieso sollte sie das zulassen wollen? Das macht eigentlich gar keinen Sinn. 7 Hinweise an den gruseligsten Stellen im Haus. Also muss sie ja wahrscheinlich den Keller und den Dachboden meinen, oder? Finden wir 40.000, die auch derselben Meinung sind. Also Dachboden und Keller. Was soll sonst gruselig sein im Haus? Gibt's doch irgendwas anderes? Also lasst es mich gerne wissen, aber... Ja, springt mal einen Daumen nach oben, wenn ihr derselben Meinung seid. Und ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als danach zu suchen. Und das Komische war ja auch noch, sie hat so heftig die Tür zugehalten. Ich hatte keine Chance, die aufzubekommen. Ich dachte so, scheiße, jetzt sperrt sie mich hier ein oder so. Auf jeden Fall hat sie dann irgendwie losgelassen, denke ich. Weil ich bin voll nach hinten gefallen. Aber ich habe sie noch dabei erwischt, wie sie irgendwie Puzzleteile dahingelegt hat. Keine Ahnung, ob ich das hätte sehen sollen oder nicht. Sie ist dann auf jeden Fall losgerannt und ja, irgendwas hat sie gemacht, dass ich voll nach hinten geflogen bin. Vor allem, wen wird sie dann einfrieren? Anna oder was? Und Leute, ich weiß noch gar nicht mal, ob die Spilo noch hier ist. Warte. Also die Spilo ist hier noch. Ich schau mal eben, ob das auch noch da drin ist. Aber ich darf ja nicht das Lied hören. Doch, ist es noch drin. Olaf ist noch drin und die Haarsträhne von ihr. Ich weiß ja nicht. Ich glaube nicht, dass sie das will, dass wir die Haarsträhne von ihr haben. Wir gehen jetzt einfach schnell in den Keller und auf den Dachboden und schauen mal, ob wir irgendwas da finden können. Ich weiß nicht, wonach wir suchen müssen. Vielleicht nach irgendwelchen Puzzleteilen, weil ich ja schon welche gefunden habe. Aber was macht das Ei dann da? Sie hat ja so ein Ei-Emoji dahin geschrieben. Das ist so komisch. Wollen wir mal schauen. Die Kellertür ist offen. Warte, ich höre irgendjemanden. Ah nee, ist glaube ich nur ein Nachbar. Okay. Warte, da ist was. Da ist was. Ja. Ist das von Elsa? Du kannst es nur sehen durch. Was ist das? Muss ich nach sowas suchen? Wo könnte hier noch was sein? Warte, da. Da. Was ist das? Ein Haar? Da sind noch mehr Leute. Haltet unbedingt die Augen offen. Vielleicht erkennt ihr auch noch irgendwas. Aber das ist bestimmt ein Hinweis von ihr. Okay, schauen wir mal hier in dem Raum. Hier war sie ja, als sie mit Christoph abgehauen ist. Ist hier irgendwas? Boah! Ih! Ekelhaft! Was ist das denn? Hier eine Spinne. Ih! Also sie meint ja die gruseligsten Stellen.
Ich sag mir nicht, sie meint den dunklen Keller da hinten. Also ich schaue noch hier und dann da hinten. Was ist das? Eine Glühbirne. Was macht hier eine Glühbirne drin? Hä, hey, das ist so komisch. Und jetzt? Ist hier noch irgendwas? Also das ist hier richtig gruselig. Warte, hier ist wieder was. Warte. Oder ist das ein G, Leute? Auf jeden Fall irgendwie Buchstaben. Wahrscheinlich ergeben die ein Wort. Also wir haben jetzt drei, ne? Drei Eier. Ich weiß ja nicht. Ist hier noch irgendwas? Doch, hier. Hier. Hä, warum ist das schwarz? Was ist das? Ist das ein I? Seit wann gibt's ein schwarzes Osterei, wenn das irgendwie ein Osterei sein soll. Oh Gott, das ist so creepy hier. Richtig creepy. Obwohl es ja nicht mal nachts ist. Schau dich mal diese Tür hier an. Wie gruselig sieht die denn bitte aus? Hier ist auch nichts. Oh, hier ist es richtig dunkel. Wer weiß, wo irgendwas versteckt ist. Ich glaube, wir haben hier alles, oder? Den Rest vielleicht auf dem Dachboden? Also ich nehme das jetzt auf jeden Fall mit und dann schauen wir mal oben. Wenn wir da nichts finden, müssen wir hier nochmal runter und gucken. Also hier lagen wir anscheinend richtig mit Keller. Dann wollen wir mal oben gucken. Ich hoffe nicht, dass sie was in dem anderen Dachboden versteckt hat. Weil uns fehlen hier noch ein paar Eier. Sie meinte ja 7 Hinweise. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Dachboden ich als erstes rein soll. Ich glaube eher in den helleren, oder? In den da möchte ich ungern, weil es gibt 2 Bereiche. Vielleicht wisst ihr das ja noch. Gehen wir jetzt mal rein. Der hier ist ja noch in Ordnung. Der geht ja noch. Wo sind hier diese komischen Hinweise? Vor allem, ich verstehe nicht, warum sie Ostereier macht. Was ist das? Keiner will gerade mit Elsa irgendwie Ostereier suchen. Oder hat jemand Lust drauf von euch? Ehrlich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Was soll das? Das klingt für mich wie so ein Psychospielchen. Ja super, wo soll hier was sein? Das könnte ja überall sein, es könnte ja auch auf den Balken sein. Da oben drauf. Keine Ahnung, ob ich irgendwie mich auf den Stuhl hier stellen sollte. Selbst dann sehe ich nichts. Ich bin einfach viel zu klein, Leute. Wo würdet ihr was verstecken? Also für mich käme nur der Balken in den Sinn, aber... Unter dem Stuhl? Hier, hier. Was ist das? Ein L? Hey, sind hier noch mehr? Hoffentlich. Bitte, bitte, bitte. Ich will nicht in den anderen Dachbodenteil. Ich hoffe, es ist noch einigermaßen hell dort. Weil jetzt voll die Sonne scheint, aber ehrlich, trotzdem gruselig. Wie die Tür hier aufgeht. So. Okay. Ich gehe jetzt ganz schnell hier rein und guck schnell und dann gehe ich wieder raus. Weil hier geht gar nichts. Hier geht kein Licht. Nichts. Seht ihr das? Okay. Wo könnte hier was sein? Also hier in dem Raum sehe ich nichts. Okay. Hier ist, glaube ich, nichts drin. Vielleicht sollte ich mein Licht anmachen. Ist ein bisschen dunkel. Vielleicht sehen wir dann Balken und alles besser. Ich verstehe auch gar nicht, warum sie hier was versteckt. Warum gibt sie uns nicht einfach Sven zurück? Warte, da! Da ist was! Ist das ein T? Ist das ein L? Könnt ihr das erkennen? Was ist das? Auf jeden Fall ist hier noch eins. Jetzt fehlt uns noch ein einziges Ei oder ein Hinweis auf jeden Fall. Es muss hier sein, oder? Oh, ich habe im Keller eins übersehen. Oder in dem anderen Dachboden. Ich habe keine Ahnung mehr. Hey, was ist das denn? Vielleicht ist das... Hä? Aber es sieht doch gar nicht so aus wie das Ei, das da oben ist. Es setzt sich an wie ein Puzzle, kann das sein? Oh mein Gott. Ah! Oh mein Gott, was ist das denn? What the... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah! Leute, das ist ein fetter Zopf von Anna. Kann das sein? Ey, da ist eine weiße Strähne drin. Ich glaube, sie will was mit Anna machen. Sie wird Anna einfrieren. Hier sind die fehlenden Puzzleteile.
Aber was macht das denn hier drin? Das wird immer schlimmer. Was hat sie mit Anna gemacht? Und was bedeuten diese Hinweise?